Und Schnurris, einmal eine Richtigstellung. Ja, gar nicht mehr Richtigstellung. Auf jeden Fall, ihr seht eine Sache. Wir haben hier wieder Licht. Der Generator ist jetzt unnütz, der läuft nicht mehr. Jetzt können wir den Frickelstecker auch mal eben aus der Dose rausnehmen. Wir haben hier keinen umgebracht. Das hat sehr gut funktioniert. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem hier Spezialequipment. Außer der war mal ausging, der Kollege. Das war seine eigene Problematik. Hier ist er auch. So helfen wir das schon lange nicht mehr hier. Ja, ich habe mich mit meinem Vermieter geeinigt. Er kam natürlich auch gleich alarmiert an, wegen der hier Caddy-Geschichte. Er meint, er war das nicht und einzig und zack. Ja, ich habe gesagt, ja, wer denn sonst? Und da passt ja alles nicht. Und dann haben wir uns am Ende darauf geeinigt, dass hier, wie gesagt, dass ich meinen Strom wieder kriege, die offenen Sachen zwischen uns jetzt geklärt sind, ich jetzt in Ruhe ausziehen kann, ne? Ich jetzt mein Caddy wieder höher legen kann. Ja, dass hier wieder ein bisschen Ruhe in die Bude einkehrt. Also, wie gesagt, wenn irgendwas, ne, also war klar, jeder wusste, dass mein Vermieter da zu tun hatte und was weiß ich was. Es steht natürlich außer Frage, er hat mir ein paar Argumente genannt, warum es nicht so sein kann. Ich dann wieder ein paar, warum es sein kann. Und ja, wie gesagt, wir hatten keinen Streit, wir haben uns jetzt geeinigt. Also, er sagt selber auch, es ist schade, dass unser Mietverhältnis so geändert ist. Ist ja eigentlich immer alles relativ glimpflich mit uns beiden ausgegangen. Ist ja eigentlich immer, wir hatten ja auch nie groß Ärger gehabt. Bloß letzte Zeit, ne? Wenn da irgendwelche Rechnungen kommen. Das Thema kennt ihr ja, wenn ich davon halte. Naja, auf jeden Fall, wir haben uns geeinigt. Ich kann das gemütlicher aussehen. Wir haben keinen Druck mehr zwischen. Auf dem Caddy bleibe ich sitzen, weil der Caddy hat eine Haftpflichtversicherung. Ist aber nicht schlimm. Ich habe gerade eben schon mal hier 4 neuwertige Reifen gegen der Kettensäge getauscht. Stimmt? Ja, stimmt. Wegen Frikadellen. Bist du mit ins Video oder nicht? Hier ist der Frikadellenmann. Lecker Frikadellen. Das ist nicht mein Vermieter, das ist mein Nachbar, ne? Ich bin nett. Gehört zu denjenigen Mitleidtragenden. Nein, alles gut. Hier. Ich präsentiere Dulano Mini Gemüse Nuggets. Man denkt, es ist nur Gemüse drin, es steht aber auch Hähnchen drauf. Ich esse jetzt. Da ist auch Käse drin, oder? Ne. Das ist Mais. Ach du Scheiße. Ja, das waren die Dinger, die hat Tine mitgebracht. Die hat sich vergriffen. Ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. Ja, siehst du, also. Isst du sogar sowas. Ja, Scheiße, heute hat der Platten Reifen. Pontin hat auch eine Schraube und Reifen. Muss ich morgen drum kümmern. Bin ich jetzt berühmt? Jetzt bist du berühmt. Jetzt kannst du hier. Jetzt kann ich nichts mehr leugnen, ne? Nie mehr wieder. Du bist ja erst ab jetzt hier. Jetzt ist JK Fahrzeugtechnik auf YouTube vertreten. Herzlichen Glückwunsch. www.jkfahrzeugtechnik.de. Der musste jetzt sein. Natürlich. Ja, wenn du gerade schon, ne? Ich habe keinen YouTube-Kanal. Ich kann auch so gut arbeiten. Auch nicht so viel Werbung. Naja. Da fahren wir jetzt nicht das Payment dazu, aber du kannst vorbeikommen. Scheißegal. Ich brauche keinen Fuschi-Kanal. Da geht doch ohne Fuschi, sagst du. Aber wieso? YouTube-Kanal ist doch Kanalweg. Was ist dann? Passt doch alles, ne? Wenn Kanalweg vorbei ist, bist du dann der YouTube-Friedeburg oder was? Ich bin YouTube-Friedeburg jetzt. Das ist nicht mehr YouTube-Kanal, sondern YouTube-Friedeburg. Ah, wird schon schief gehen. Lass dir die Frikadellen mal da. Nee, behalt die ruhig. Die sind gut. Komm, die magst du gerne. Die kannst du deinen Kunden als Bremsklötze verkaufen. Nein, die magst du. Die magst du. Ja, mit dem großen Hammer, hast keine Chance. ATU in den Briefkasten hauen. Ja, das sind die gut. Oder als Reifenlager. Können Sie mir die als Bremsbeläge einbauen für meinen Polo. Dann kommen die auf wenigstens ganz gut. Deswegen, ess die mal ruhig auf. Du hast auch ein paar mehr nach Hause. Ess die mal ruhig auf. Die Gemüse-Nuggets, die waren definitiv nicht geplant. Wir haben hinten deinen Kühlschrank und die Würstchen liegen. Hier fehlt Senf. Ich hab Ketchup. Was gibt's heute? Kackschied mit Senf? I-Senf. Ja, Mann. Ja. Und ansonsten fahren wir nochmal wieder durch die Adel Weser. Offroad-Action. Kennt deine YouTube-Community? Kenn ich, ist zu alt, das Video. Das ist zu alt, glaube ich. Das kenn ich meistens nicht. Mal wieder vorholen, das war cool. Ja, das ist ja einfach nur hier. Was, ja, der Weser, ich habe ja genannt. Ja, der Weser-Port Offroad oder so, ja, ne? Ja, und was. Sandy, und Sandy am Strand. Doch, Sandy, so wie Sandy am Strand. Ja, ja. Und was hatten wir noch hier? Das Napalm-Duo. Stimmt. Das war auch noch, hast recht, ist auch noch online. Mach's Verlinkung. Good old times, Schnurri. Was ist jetzt los? Tschüss. Jo, schönen Heimweg. Ne, also wie gesagt, alles böse Blut ist erstmal vergessen. Wenn ich jetzt hier in Ruhe ausziehen kann, dann bin ich zufrieden. Was soll's. Ja, was haben wir heute gerissen? Too much, ne? Runtergeholt alles. Du hast ja einen runtergeholt? Den ganzen Tag über, oder was? Ja, komm, das zeigen wir auch nochmal eben. Ich finde das geil, wenn er nicht mehr so flackert hier durch den Generator, haben wir so ein flackertes Licht gehabt. Hier ist das letzte Müllberg, alles andere ist eigentlich fast da, was mit rüberkommt. Büro ist noch vollkommen vollständig.
Der muss noch weg von hier von Rufen. Der muss auch noch weg von Rufen. Ja, hier ist leer. Das war heute die Arbeit. Naja, wie gesagt, scheinbar ein Happy End. Auch das ändert sich noch was. Aber wie gesagt, ich war gerade nicht alleine. Das haben wir alles eben abgeschnackt. Und das ist, oh, das sind noch zwei gute Cuttermesser. Die kann ich hier nicht liegen lassen. Obwohl das ist noch semi-gut. Das ist gut. Gut, ich würde mal sagen, das war's. Umzugsvideos kommen die Tage noch ein paar. Das will ich noch eben gesagt haben. Also, Happy End? Fragezeichen? Ich hoffe ja. Wissen es nicht. Die Lyrik sagt, ich liebe dich. Ja. Nee, gut. Da unten ist ein bisschen besser. Übrigens, ich krieg wahrscheinlich am Donnerstag erst um 15 Uhr eine Schlüssel für die neue Halle. Das heißt, dass wir am Freitag erst einen Umzug fahren können. Oder Donnerstagnacht, eins von beiden. Ich weiß nicht so genau. Ne? Also das ist schon an den Sternen. Ich bin die nächsten Tage jetzt hier am Sortieren, Aussortieren, Sachen wegfahren an Müll und ein bisschen Zeit. Kann den Urlaub richtig nutzen dafür, dass ich nicht jeden Scheiß behalte. Ne? Immerhin nach Einstellwerte für irgendwelche Motoren und die es gar nicht mehr gibt und sowas. Ne? Naja gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ne? Ja, munter.